Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilots Live V2. Im heutigen Video werde ich drei Flüge zusammenschneiden, die ich gemacht habe. Und kleiner Spoiler, es sind die letzten drei Flüge für Jet 2. Danach werde ich, und das zeige ich auch noch in dieser Folge, einen neuen Arbeitgeber bekommen. Also in der Pilots Live V2. Wo fliegen wir hin? Das ist der Schedule. Wir fliegen einmal von Malaga nach Stansted. Dann gibt es einen kleinen Bruch. Dann fliegen wir von Zakynthos, glaube ich, nach Manchester und dann nochmal von Manchester nach Paphos, auch wieder in Griechenland. Ja, wir stehen hier in Malaga. Der Airport ist, naja, ich sag mal, schon in Ordnung, relativ gut besucht tatsächlich. Ich finde ihn nicht besonders hübsch. Eine Paver-Szenerie habe ich dafür aber nicht gekauft. Also, ja, ich sag mal, Standard. Das Overhead-Panel zeige ich mindestens einmal pro Video, weil das so viel Spaß macht, wenn die externe Power angeht. Ich habe jetzt gelernt, man lässt zwischen Bat 1 und Bat 2, also der ersten und zweiten Batterie, gerne mal ein bisschen Zeit. Das mache ich, glaube ich, in den neueren Videos, aber ob ich es reinschneide, muss man mal gucken. Muss ja nicht alles gleich sein. Pushback bei absolut schönem Wetter. Ich habe Rex Weather Tool 2020 was injecten lassen, aber wo nichts ist, kann auch nichts sein. Also ist klar, da ist einfach keine Wolke am Himmel. Deswegen fliegen die Leute ja wahrscheinlich nach Malaga, weil da eben keine Wolke am Himmel ist. So, Taxi, Pushback haben wir gerade gesehen, Taxi geht raus. War eigentlich ein relativ kurzer Taxiway, der Ryanair da vorne hinterher. Und dann insbesondere ein kleines Stückchen nach rechts. Warum habe ich jetzt insbesondere gesagt? Weiß ich nicht. Ein kleines Stückchen nach rechts. Ja, ich habe in den zukünftigen Aufnahmen werde ich die Worker und Vehicle Density an den Airports etwas zurückschrauben. Das hat einfach den Grund, dass diese Autos völlig ohne Sinn und Verstand über den Airport fahren. Ich finde es schön, wenn sich was bewegt. Aber um ehrlich zu sein, finde ich nicht so schön, dass die mir ewig durchs Flugzeug fliegen. Dann lieber nicht. Ja, FSLTL, ich brauche keine Werbung mehr für machen, ne? Es funktioniert einfach sehr, sehr gut, auch mit dem In-Game-ATC. Macht einfach total Spaß, auch dann hinter den anderen Fliegern sich anzustellen, sich einzureihen. Oft kommen dann noch welche rein. Das finde ich richtig klasse. So, innen drin. Normalerweise wird so ein Flugzeug ja aus Gründen mit zwei Mann betrieben. Also einer kann ein bisschen lenken, der andere kann einfach den anderen Quatsch machen. Predicted Windshear geht an. Flaps stehen. TCAS geht auf TA. Also Traffic Advisory. Die Lichter gehen an. Zack, zack, zack. Ich hätte ja wirklich gern so einen A320 Overhead Panel. Diese ganzen Tasten dann einfach so richtig drücken könnte. Das wäre absolut Weltklasse. So, jetzt wird noch ein Stückchen gewartet. Worauf auch immer. Und dann kann es losgehen. Also rauf auf den Runway. Und zumindest für den Start bin ich dann noch mal ganz kurz leise. Positive Climb, yep. Bye bye Malaga. Wir fliegen zurück ins regnerische England. Ein paar Bilder vom Flug seht ihr jetzt.
Ja, und dachte ich gerade noch schlechtes Wetter in England? Nö, das Wetter war ganz ordentlich. Habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm gehabt. Stansted haben wir jetzt ja ein paar Mal gesehen. Recht unspektakulär. Eine Start- und Landebahn, sehr, sehr viel. EasyJet, Jet2, Ryanair, die dort landen. Heathrow einfach zu teuer ist wahrscheinlich. Wobei, so viel günstiger kann Stansted auch nicht mehr sein. Das Fliegen in der Pilots Live V2 macht extrem viel Spaß, weil man tatsächlich bis zum Schluss ja nicht weiß, wie viele Punkte man erreicht hat. Man kann das zwischendurch nicht sehen und kann den Flug zwar jederzeit zurücksetzen, aber erst wenn man ihn abgegeben hat, sieht man die Punkte und dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Das macht es tatsächlich sehr interessant. Und das Fliegen mit dem Airliner, insbesondere dem A320, macht mir gerade auch sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit auch mal den A3, jetzt bin ich überfordert, 330, glaube ich. Genau, den A330, nicht den 340, nee, oder den 340. Na, auf jeden Fall gibt es noch von, den gibt es auf FlightSim.to gratis, der basiert auf dem Fly-by-Wire. Und kannst du ja parallel nochmal nachgucken. A330-900, also den A330 Neo. Ja, gelandet. Soweit in Ordnung. Gucken uns gleich die Punkte dazu an. Ja, und der A330 ist hier im Grunde, also das Cockpit ist ja nahezu identisch mit dem A320, nur dass man fast die doppelte Menge an Personen transportiert und das Ding einfach riesig ist. Ich habe den mal spaßeshalber nach Hannover geladen. Da passt er aber gerade so über den Taxiway. Ich dachte, Hannover wäre eigentlich für größere Flieger ausgelegt. So, Taxi zum Gate. Wie gesagt, EasyJet, Jet2, Ryanair, die sind hier alle zu Hause. Ein bisschen knapp an der APU vorbei. Ich glaube, da würde man ein bisschen mehr Platz lassen. Gucken wir mal auf die Punkte. Ja, 99. Bin ich soweit zufrieden mit. Einzig diesen einen verschenkten Punkt für die Landelichter. Da steht below 10.000, off before 10.000. Also sollen die Landelichter vor 10.000 Fuß ausgemacht werden? Ich kenne es eigentlich so, dass sie bis 10.000 Fuß anbleiben sollen. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, recht genau bei 10.000 Fuß die dann umzuschalten. Anscheinend gibt es da eine Karenz nach oben und unten. Gut, weiter geht es. Wir sind in Zakynthos. Lässt sich immer relativ schwierig aussprechen, wie ich finde. Kleine griechische Insel. Und auch hier gibt es FSLTL, es gibt Direct Weather Tool, aber auch hier gibt es einfach relativ wenig Wolken. Ich bin mal gespannt, wenn wir diese Art Videos in einem halben Jahr immer noch machen, also zum Winter hin. Würde mich tatsächlich mal interessieren, ob wir dann stets und ständig durch Regen fahren, genau. Fahren auch, ja, wir fahren ja relativ viel. Hier ist nochmal der Schedule. Zakynthos nach Manchester. Das ist eine längere Strecke. Bisschen die PTU. Manchmal ist es lustig, dass die haben also mehrere Soundfiles dazu. Mal ist länger, mal ist kürzer. Ich habe das im Cockpit angeschaltet, auch wenn es unrealistisch ist, weil ich das irgendwie sehr cool finde. So, Pushback ist fertig. Wir taxien mal los. Viel taxien kann man dann nicht. Den Kollegen im Hintergrund bitte ich zu ignorieren, der hat da sein ganz eigenes Thema. Und Zakynthos ist so ein typischer Flughafen für so eine kleine Urlaubsinsel. Also da ist dann gerade mal so Platz für ein Runway bzw. Geld. Also fahren wir auf der Runway selber bis zum Ende, drehen um und starten dann da. Ist eigentlich, finde ich das ganz cool. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal selber erlebt habe. Das ist, glaube ich, ein bisschen her.
Es macht schon Spaß. Bei Pilots Live V2 muss man dann aufpassen. Das zählt für ihn natürlich hier weiterhin als Taxiway, auch wenn ich auf einer Runway bin. Das heißt nicht mehr als 30 Knoten. Und das sind auch ärgerliche Punkte, wie ich finde. Die müssen nicht sein. Es gibt Punkte, soll ich sagen, na, das kann schon mal passieren. Zu heftig landen. Ich spiele ja mit Live-Wetter. Kann immer mal der Wind mit rein. Pusten, das ist so, kann man kaum verhindern. Ich finde die Landelichter genau bei 10.000 ist schwierig. Muss man echt aufpassen, dass man diesen kurzen Moment nicht verpasst. Die Geschwindigkeiten sind ein Thema. Habe ich jetzt zwischendurch immer mal wieder gemerkt, dass ich da gerade im Sinkflug drauf achten muss, dass ich nicht zu schnell bin. Da gebe ich auch zu, da habe ich noch nicht perfekt für mich rausgefunden, wie ich das mache. Der Flieger soll ja eigentlich in diesen S-Speed, also der Buchstabe S, gehen. Aber das macht er bei mir irgendwie nicht. Der bleibt bis zum Schluss extrem schnell. Naja, dann genießen wir jetzt erstmal den Start. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob man diese ganzen Vorbereitungen dann auf der Runway machen würde. Wahrscheinlich hätte der zweite Mann das einfach fertig gemacht beim Fahren, aber das kriege ich überhaupt nicht hin. Zu lenken und gleichzeitig diese ganzen Knöpfe zu drücken. Chrono geht noch an. Und dann geht's hoffentlich jetzt mal los. Ab dafür. Achso, Lichter. Ja, auch ärgerlich. Gibt sofort Punktabzug. Auch hier muss ich noch unbedingt lernen, mehr im Center der Runway zu bleiben. Das sieht einfach nicht schön aus, wenn man da so links wegdriftet. Ja, bye bye Zakynthos. Und jetzt gibt es erstmal noch ein paar Bilder vom Flug. Bis gleich.
Hallihallo, Manchester Airport. Echo Golf Charlie Charlie. Zwei Runways. 500. Auch hier gibt es eine Premium-Szenerie, habe ich aber auch erstmal nicht gekauft, weil ich für mich schon entschieden hatte, nach den 9 Flügen dieses Umlaufs 300. Zu gucken, ob ich nicht einen neuen Arbeitgeber finde. Ich finde Chat2 jetzt nicht so charismatisch. 200. Allerdings muss ich sagen, geht es mir vermehrt eigentlich darum, ein bisschen höheren Stundenlohn rauszuschlagen. 100. Weil mit den knapp über 20 Euro kommt man wirklich mit 50, den normalen Flugstunden, 40, die man so neben der Woche 30, schafft, 20, nicht wirklich weit. Andererseits muss man sagen, man muss extrem auch darauf achten, dass man eine Airline findet, die dann entsprechend auch die 320er ordentlich einsetzt. Ich würde ja gerne für Lufthansa Cargo fliegen, aber die haben nur Langstrecken-Boeings. So, einmal aufgesetzt. Dann hier auch diese typischen Kehrschleifen. Da hinten ist noch eine große, hier vorne eine kleine, die soll uns aber reichen. Und dann drehen wir einmal um. Sehr schön am Boden aufgemarkert. Wie man das machen soll, schaffe ich aber auch zu versauen, kein Problem. Schön gemähter Rasen, die Engländer können das. Die haben immer gepflegten Rasen. Selbst auf dem Flughafen. Dann schauen wir mal. Also, ein glatter 100er, perfekter Score, zumindest so halbwegs. 100 Punkte sind 100 Punkte, das passt auf jeden Fall schon mal und das macht auch dann tatsächlich ein bisschen was aus in der Gesamtwertung. Minus 245 finde ich grenzwertig okay, ich weiß nicht, wo es da den ersten Abzug gibt, aber viel Luft kann da nach oben eigentlich nicht mehr sein. Blocktime 3,46, Flighttime 3,30, das ist natürlich klasse, insbesondere beziehungsweise daran merkt man, dass die Airports recht klein sind. Ich weiß nicht, es gibt eine Folge für Neofly, da haben wir mal 30 oder 40 Minuten nur gebraucht, um überhaupt zur Runway zu kommen, in London Heathrow. Das ist hier natürlich ein bisschen was anderes. Sieht so ganz gut aus. War auch ein schöner langer Flug, muss man sagen. Gibt 100 XP, weil Medium als Mediumstrecke gilt. Bei kurzen gibt es, glaube ich, 80 und bei der Langstrecke gibt es dann etwas mehr, weiß ich aber nicht, habe ich tatsächlich noch nie gemacht. So, dann Taxi. Ich habe das jetzt mal hier drin gelassen, ein kleines bisschen länger, weil wir ja Manchester noch nie gesehen haben. Zwischenzeitlich muss ich gestehen, komme ich bei den Flughäfen etwas durcheinander, weil wir so viele anfliegen. Nicht wundern, das ist jetzt hier ein bisschen beschleunigt. Also ich habe das selbst bei der einfachen Geschwindigkeit hinbekommen, da die Linie nicht zu treffen. Das Taxi hier in Manchester war relativ aufwendig. Ich erinnere mich an eine recht lange Ansage von der ATC, wo wir lang müssen. Ich habe dann auch eine Zeit lang erstmal in Navigraph gucken müssen. Wir crossen die Runway. Da einmal müssen dann hier so ein Speedway schön an der Seite lang. Das würde auch mal helfen, wenn ich nicht ewig rein und raussuchen würde. Weil ich in der großen Sicht sehe ich die Schilder nicht und in der kleinen Sicht sehe ich beim Flughafen nichts. Also wie man es macht, macht man es verkehrt. Genau, wir müssen da noch lang und dann hinten quasi einmal hinter dieses Gebäude in so eine Pocket rein. Ja, hier finde ich es wieder ganz schön. Die Autos fahren so auch halbwegs auf den... Mensch, nicht so viel mit der Kamera schaukeln. Ja, wo geht's lang, ne? So, jetzt da noch hoch. November Charlie und dann Romeo. Also, ab geht's. Hier rechts wird. Ja, das war der zweite Flug nach Manchester und am letzten Flug
geht es dann jetzt von Manchester nochmal zurück nach Griechenland und danach werden wir nochmal den Arbeitgeber wechseln. Das gucken wir uns dann in dieser Folge auch nochmal gemeinsam an. Also, Flieger kommt rein, zack, 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 da steht der Eurowings. Ja, auch ein schöner Arbeitgeber. Weiß nicht, wie viele Airbussen die haben. Müsste man sich dann mal angucken. Ja, und da geht es direkt wieder los. Das hier ist der dritte Flug. Gleiche Position habe ich mich hingesetzt. Wir gehen von Echo Golf Charlie Charlie Manchester nach Lima Charlie Papa Hotel. Paphos in Griechenland. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Schedule. Da ist der letzte und längste Flug bisher. Das ist eine ganz ordentliche Strecke auf Zypern. Wobei, dann nehme ich das mit Griechenland zurück. Aber ich glaube, die südliche Seite gehört Griechenland, Fragezeichen, Wahnsinn. Oh, gefährliches Halbwissen. Nimmst du bitte nicht übel, ich bin nicht 100% informiert. Gut. Dann geht's hier mal mit merkwürdigem ATC-Sound im Hintergrund und einer ordentlichen Geschwindigkeitserhöhung wieder raus aus Manchester. Ich hoffe, es nervt nicht allzu sehr. Mich nervt es jetzt schon, aber sonst sind die Flugzeugsounds ganz weg, wenn ich es rauslösche. Und wir haben hier tatsächlich richtig lange Taxiwege. Hinter der TUI hinterher. TUI wäre auch ein schöner Arbeitgeber. Ob ich auch gut finde. Die haben einen Hub in Hannover. Das heißt, unsere Neofly Homebase könnte dann auch unsere EPLV2 Homebase werden. So. Ihr seht schon, selbst bei dreifacher Geschwindigkeit, es dauert. Mir persönlich macht das ja Spaß. Für mich gehört das Rein- und Raus-Taxien genauso zum Flug dazu wie der Rest auch. Aber ich kann verstehen, wenn der eine oder andere sagt, hey, wir gucken uns hier ein Flugsimulator-Video an und du machst irgendwie den Truck-Simulator da draus. Aber so die an den Flughäfen so lang zu taxieren und so finde ich schon echt cool. Deswegen möchte ich das auch ungern überspringen. So, da habe ich mal überlegt, das wäre ganz cool, wenn ich das Fenster raushole. Aber dann hat OBS spontan entschieden, nur noch dieses kleine Fenster aufzunehmen. Also habe ich das dann einfach mal gelassen. So, fast geschafft. Immer weiter der TUI hinterher. Und im Hintergrund hört ihr ja der ATC-Traffic, was da los ist. Wahnsinn. Also Manchester, sehr, sehr beliebter Airport, so wie es scheint. Das ist schon nicht ganz ohne. Wenn einer von euch weiß, wie viel Mindestabstand man zwischen zwei taxierenden Flugzeugen hält, dann gerne mal damit in die Kommentare. So, Taxi haben wir geschafft. Und dann legen wir die direkt mal los mit dem neuen Start. Und wer meine Videos schon ein bisschen länger kennt, der weiß, ich mag Rollstarts. Also nicht nur in-game, auch in echt. Ich finde, das hat immer was Dynamisches. Takeoff runway 23 right, Chanex 0937. 23, so, dann mal los. Hier konzentriere ich mich jetzt mal darauf, ein bisschen mehr die Mitte zu halten. Ist ja kein Problem, man muss nur an sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig denken. Rotate. So, positiv climb, ja. Bye bye Manchester. Na, da auf der von jetzt Bildrichtung gesehen rechten Flugzeug linken Seite sind wir ja reingekommen. Autopilot geht an. Und dann fliegen wir hier auch noch mal kurz über die Stadt Manchester. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Die Engländer halten
aus irgendeinem Grund ja die Flieger immer so auf 5000 Fuß für eine gewisse Zeit. Ich verstehe das ja nicht. Aus Lärmschutzgründen wäre es, glaube ich, besser, man würde die einfach mal höher steigen lassen, aber irgendeinen Grund wird es da geben. Deswegen fliegt man da eine ganze Zeit mit reduzierter Geschwindigkeit und reduzierter Höhe. Naja, kann man sich ein bisschen was angucken. Ist auch nicht so verkehrt. So, die letzte Landung für Jet 2. So viel kann ich schon versprechen, zumindest für den Moment. Heißt ja nicht, dass man da nicht mal wieder zurückkommt, wobei Jet2 2 Star Airline, die werden nicht plötzlich richtig gut bezahlen. Die werden das gar nicht erst können. Und ich habe ein Angebot bekommen, was ich nicht ausschlagen kann, das gucken wir uns gleich an. Wenn gleich noch weiterhin Luft nach oben ist, so wie sei auch gesagt. Ja, Sonnenuntergang hier in Paphos. Der Anflug war nicht so gut. Da war der Flugplan so mittelmäßig gut im Flieger drin. Ich habe dann mit dem Heading-Mode ein bisschen aufpassen müssen und habe den ILS-Kurs dann von Hand intercepted und dann ging das auch. Aber man muss eben aufpassen und dafür sind die Piloten an Bord ja auch da. Dass da nichts schief läuft. Guti, 2 weiß, 2 rot, Autopilot geht aus. Autoland blinkt schon, also er wäre bereit gewesen. 50, 40, 30, 20, retard. Schub geht aus. Und wir setzen auf. Ich finde, das wirkt so aus dem Cockpit her, wirkt das immer so butterweich, aber so, die schaffen wir nicht. Das wäre ein bisschen sportlich gewesen. Ja, und das meine ich hier mit dem Ground Vehicles. Die stehen halt immer irgendwie im Weg rum. Oder ich finde es ja cool, dass da so ein Bus lang fährt, aber irgendwie. Er hat jetzt auch auf uns gewartet, aber so, also, was macht er da? Wo will er da hin? Also Richtung Runway. Okay, gucken wir uns mal den Flug an. 98 Punkte. Ja, da war einmal Pause drin. Ja, mit Familie geht das dann eben manchmal nicht anders. Pause gibt gleich 2 Punkte Abzug. Finde ich fies. Ein Punkt, finde ich, hätte auch ausgereicht. Als Belohnung für diejenigen, die wirklich alles perfekt machen. 2 Punkte ist schon. Also mein eigener Anspruch wäre ja, ein Rating über 98 zu bekommen. Und wenn man dann für jedes Mal Pause gleich 2 Punkte Abzug bekommt, das ist schwierig. Lange Schatten hier. In Paphos. Sieht ziemlich schön aus. Sonnenauf, Sonnenuntergänge im Flugsimulator immer was ganz Besonderes, meiner Meinung nach. Und ja, Taxiing kann er immer noch nicht. Schade. Okay, dann sagen wir bye bye Jet2, bye bye Friendly Low Fares. Nicht die beste und nicht die schönste Livery, wenn es nach mir ginge. Von daher, ja, bin ich da gar nicht so unbedingt traurig drum und freue mich auf den nächsten Arbeitgeber. Und wie das Ganze jetzt aussieht, schauen wir uns dann tatsächlich in Pilots Live V2, also in dem richtigen Programm an, nicht hier im Flugsimulator. So, und da sind wir in Pilots Live V2. Also 96,3er Rating, nicht das Beste. Der Schedule ist komplett abgearbeitet, das sieht man hier. Gucken wir mal kurz ins Logbuch, da könnt ihr auch gerne noch mal Pause machen. Ein 90er Flug versaut mir da das gesamte Rating und es gibt einfach keinen neuen Flug, weil mein Schedule ist empty. Ich müsste mir jetzt einen neuen erstellen lassen, möchte ich aber nicht. Ich habe mich bei Condor beworben. Condor möchte mich allerdings nicht, dafür habe ich anscheinend noch zu wenig XP oder zu wenig oder das Rating ist zu gering, das weiß ich nicht, aber wer hätte es gedacht, ich nicht. EasyJet Europe möchte mir 29,37 pro Flugstunde bezahlen und das ist mal ganz ordentlich viel mehr als das, was ich aktuell kriege pro Flugstunde. Und EasyJet Europe hat an sich auch ein paar extrem beeindruckende Daten, wenn man mal schaut. Also 132 Flugzeuge, über 1100 Routen, die sie bedienen. Callsign ist Alpine.
Und schaut euch das mal an, 1100 Routen, also die decken wirklich alles in Europa ab, fast so Skandinavien interessiert sie anscheinend gar nicht so, aber ist schon der Hammer. Alles A320, A319, A320neo, A321neo, ja, das meiste davon können wir fliegen. Und jetzt gucke ich hier gerade noch einmal ganz kurz nach Jet2. Bei Jet2 bin ich tatsächlich Platz 72 geworden. Mit 9 Flügen, einen kompletten Schedule Run habe ich da ja durchgezogen. Und ja, bei EasyJet Europe, ja, wo sind sie? Bisschen höher noch. Da. Na, so. EasyJet Europe sieht man, da fliegen auch ein Haufen Leute. Da hat jemand 100 Flights und mehr, eine ganze Menge XP gesammelt, also wahrscheinlich dann tatsächlich viel Langstrecke auch dabei. Beziehungsweise Langstrecke hat EasyJet Europe gar nicht, sondern nur Mittelstrecke, also Kurz- und Mittelstrecke. Kurzstreckenflüge zum Teil 45-Minuten-Flüge, also echt cool. Und ja, dann sollten wir da einfach mal unterschreiben, würde ich vorschlagen. Zack. Hier ist die Besonderheit, das kann man sich jetzt noch aussuchen. Also es gibt einen normalen Vertrag, der nennt sich Very Free. Da ist alles in Ordnung, kann man machen, wie man will. Nur wenn man 3 Monate nicht fliegt, wird man gekündigt. Dann gibt es ein Ziel für Stunden und ein Ziel für Flüge. Stunden bedeutet, 5 Stunden pro Woche zu fliegen. Dann kriegt man 10% Bonus bzw. 10% Malus, wenn man es nicht schafft. Bei dem Number of Flights sollen es 10 Flüge pro Woche sein. Dafür gibt es 25% Bonus bzw. 25% Malus. Am liebsten hätte ich natürlich Number of Flights genommen für 25% Bonus. Kann ich aber nicht garantieren. Von daher versuche ich es mal mit Number of Hours. So, Congratulations. Hier ist unser neuer Vertrag. Ist ganz lieb gemacht. Kann man sich auch ausdrucken, an die Wand hängen. Da wird noch mal ein bisschen erklärt, was man so zu tun hat. Da ist das mit den Hours nochmal drin und dann unterschreibt man das auch. Finde ich echt ganz cool. Hier könnte man den Contract Type auch nochmal ändern. Also auf ein Flight Limit oder auf ein Stundenlimit oder auf Worry Free. Genau. Und wenn wir jetzt hier nochmal aufs Dashboard gehen, dann bin ich jetzt bei EasyJet Europe, einer 3-Sterne-Airline. Und den Schedule machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüss.